Seit diesem Freitag ist die Touristinformation am Großrechner See eröffnet. Damit ist der erste Bauabschnitt des Großrechner Strukturwandelprojekts Campus Iberterrassen nach reichlich 2 Jahren Bauzeit abgeschlossen. Rund 2,8 Millionen Euro flossen in den Bau, der einen wichtigen Anlaufpunkt für Gäste der Seestadt darstellt. Neben dem Servicebüro gibt es auch eine Fahrradverleihstation und öffentliche Sanitäranlagen. Wassermarsch hieß es vor dem Gebäude bei der Inbetriebnahme des WAL-Trinkbrunnens, der künftig bei 2- oder 4-Beinern für Erfrischung sorgt. Im Anschluss begaben sich die Gäste der Eröffnung auf einen Erkundungsrundgang durch das Gebäude.